Es ist so schön, wieder daheim zu sein. Ich habe vorher daran zurückdenken müssen, wie hier alles begonnen hat. Ich bin irgendwann als junger Mann ins Büro der FPÖ Landesgeschäftsstelle gekommen und habe gesagt, ich würde gerne mitarbeiten. Woraufhin man mich ganz eigenartig angesehen hat, gesagt, warum? Aber ihr wisst ja, bei uns im Burgenland war immer alles aufgeteilt. Rot, schwarz, bis in den kleinsten Bereich hinein, Wohnungsvergaben, Arbeitsplätze, Schulen. Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte zwar politisch aktiv werden, aber das interessiert mich nicht, bei diesen alten Systemen mitzumachen. Ich habe mir dann das Parteiprogramm angesehen und habe dann begonnen. Und ich muss euch sagen, auch jetzt wieder, ich habe Tränen in den Augen gehabt bei Immer wieder Österreich. Und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, mich für Österreich mit meiner politischen Heimat, mit der Freiheitlichen Partei Österreichs zu engagieren. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und was haben wir nicht alles mitgemacht? Vor etwas mehr als 10 Jahren lagen wir bei 3% in den Umfragen. Bei 3%. Und gemeinsam mit Heinz-Christian Strache und hier im Burgenland mit Hans Schürz ist es gelungen, diese Partei in allen Umfragen zur stärksten Partei in Österreich zu machen. Und es wird sich. Es wird sich in den nächsten Jahren alles ändern, liebe Freunde. Und es ist auch notwendig, denn wir haben keine Zeit mehr. Zwei Parteien sind gerade dabei, alles zu verspielen, was unsere Eltern und Großeltern mühsamst aufgebaut haben. Und wir können nicht mehr warten. Daher hoffe ich wirklich, dass es schon bald nach dieser Bundespräsidentschaftswahl auch zur Neuwahl kommt. Und ich sehe das genauso wie du, lieber Heinz-Christian. Wenn die Roten und Schwarzen es nicht schaffen, ihre Kandidaten in die Stichwahl zu bringen, dann haben wir sofort Neuwahlen. Das halten diese Parteien nicht aus. Und bei dieser Wahl ist auch alles anders. Die Präsidenten waren immer rot oder schwarz. Renner, Körner, Kirchschläger, den ich übrigens, Kirchschläger war eigentlich parteifrei, aber doch ein Roter, den ich übrigens schätze. Der Kirchschläger war in seiner Zeit der richtige Präsident. Wir haben in der heutigen Zeit mit seiner zurückhaltenden Art nicht der richtige Mann. Wir brauchen jetzt im Jahr 2016 einen aktiven, mutigen Präsidenten. Aber es ist immer brav aufgeteilt. Waldheim, Glestil, Fischer, übrigens von Fischer hat man nicht viel gehört in den letzten Jahren. Ganz wenig. Ich will nicht sagen, was Bruno Kreisky über Fischer gesagt hat. Das darf ich nicht. Ja, das darf ich in dieser Funktion nicht sagen. Aber einige wissen es. Er hat sich zweimal gemeldet. Also er hat sich einmal gemeldet jetzt im Wahlkampf, wo er gemeint hat, einige Kandidaten würden allen Machtsfantasien ausleben, weil sie das umsetzen wollen, was in der Verfassung steht. Nämlich, dass ein Präsident eine Regierung, die dem Land schadet, abzuberufen hat. Das wären allen Machtsfantasien, hat er gemeint. Und ein zweites Mal hat er sich gemeldet, da hat er gemeint, er wird dem Heinz-Christian Strache einen Orden verwehren. Macht nichts. Du kriegst einen Orden von mir, lieber Heinz-Christian. Das ist vollkommen egal. Und damit ist es wirklich möglich, dass erstmals, jetzt geht es wieder besser, dass erstmals ein Freiheitlicher in die Hofburg, das war der Fischer, Sabotage, dass erstmals, ja, der ist eh sehr gut mit Nordkorea, dass erstmals ein Freiheitlicher in die Hofburg einziehen kann und dann natürlich, man muss sich vorstellen, was dann passieren wird. Nicht? Weil ihr dürft nicht glauben, dass das einfach so sang- und klanglos über die Bühne gehen wird. Man muss damit rechnen, dass der Druck enorm werden wird, auch aus dem Ausland. Ja, das haben wir schon einmal erlebt, dass uns dann die Leute sagen, wer um Gottes Willen, also wenn ein freiheitlicher Kandidat Präsident wird, dann, dass der andere schreibt schon, dann kommt es zu einem totalitären Staat in Österreich. Weil dann gibt es einen freiheitlichen Präsidenten, einen freiheitlichen Bundeskanzler, aber sie haben ganz vergessen, einen freiheitlichen ersten Nationalratspräsidenten auch noch. Ja, da haben wir das Triple.
Und ich erwarte daher natürlich einen harten Wahlkampf gegen meine Person. Ich habe es jetzt schon gemerkt, sie suchen. Ja, sie suchen, ist da irgendetwas in der Vergangenheit? Und es haben sie entdeckt, dass mein Lieblingsmaler der Odin Wiesinger ist. Ein schrecklicher Mensch. International ausgezeichnet, macht auch tolle Skulpturen, Aquarelle, Radierungen, aber er hat auch Burschenschafter gemalt. Und er hat Soldaten gemalt, nämlich die aus dem Ersten Weltkrieg, Invaliden. Und da haben wir dann vorgeworfen bei einer Diskussionssendung, ich glaube es war in Puls 4, ja, da bin ich heute Abend auch wieder bei Puls 4. Nein, das war Blödsinn, das war bei der Profilredaktion, haben wir das vorgeworfen und dann später bei ATV, glaube ich, egal. Dass ich hier einen Maler kenne und unterstütze, der ganz nationale Bilder malt. Ich habe dann den Odin gefragt, was ist das für ein Bild? Da haben sie gesagt, das ist eine großdeutsche Karte. Ich habe gesagt, das war für den vertriebenen Kommerz, waren die Gebiete, wo Deutsche vertrieben worden sind. Das hat er dort abgebildet. Und ich habe gesagt, auch in der Sendung, ich stehe zu meinen Freunden. Da haben sie nicht gewusst, was sie da mit mir machen sollen. Ich sage, ich stehe zu meinen Freunden. Ich mag den Odin Wiesinger, er ist ein hervorragender Künstler und Sicherheitsredakteur. Sie können sagen, was sie wollen. Freiheit der Kunst, aber es gibt für mich eine Ausnahme. Nämlich der Lieblingskünstler der Roten, das war ein gewisser Herr Mühl. Wer kann sich an den Herrn Mühl erinnern? Otto Mühl, der Kinderschänder. Der Kinderschänder Otto Mühl, der schon 9-jährige Kinder missbraucht hat. Unterstützt von den Roten mit viel Wohnbauförderungsgeldern. Vor einigen Jahren gab es eine Ausstellung in Wien für den Otto Mühl im MAG. Und da haben wir Freiliche gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Mensch, der viele, viele Leben zerstört hat als Kinderschänder, hier noch eine öffentliche Bühne bekommt. Und wisst ihr, was die rote Kultursprecherin gesagt hat? Sie ist heute noch im Parlament. Sie hat gesagt, man muss die Person vom Künstler trennen. Und daher bekommt der Otto Mühl diesen öffentlichen Raum. Oder dieser Schüttkünstler Nietzsche mit seinen Blutorgien, die er hier veranstaltet. Und wo er auch uns Christen lächerlich macht mit seinen Blutorgien. Wo dann Jesus auf einen Panzer gebunden wird und mit Blut überschüttet wird und so weiter und so fort. Hochsubventioniert, ein ungustiöser Mensch. Das ist auch der Lieblingskünstler der Linken. Also wir haben uns nichts vorzuwerfen, denn Kunst, liebe Freunde, kommt von Können. Und jemand mit Blut zu überschütten, das ist keine Kunst. Aber der Odin Wiesinger ist ein echter Künstler und ich stehe zu ihm und ich werde ihn niemals im Stich lassen. Und ich bin mir sicher, es wird noch einiges kommen. Es hat jetzt eine Zeitung, die unter einer Auflagenschwäche leidet, behauptet, ich hätte vor 2 Jahren einem iranischen Staatsbürger einen Pass versprochen, wenn er 180 Millionen Euro bezahlt. Also wenn das möglich ist, würde ich der Republik Österreich vorschlagen, ganz viele Pässe zu verkaufen, dann ist das, die Staatsschulden sind sofort weg. Sofort weg. Also mit solchen Dingen kommen sie plötzlich daher. Aber ich sage, es ist so angenehm, wenn man in einen Wahlkampf geht und weiß, sie können suchen, was sie wollen. Sie können suchen, was sie wollen. Ja, sie können mir vorwerfen, dass ich als Kind Windeln getragen habe. Das ist das Letzte, was dann vielleicht noch daherkommen könnte. Und deswegen gehe ich mit einer großen Gelassenheit in diesen Wahlkampf. Ich bin authentisch, ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu verstellen. Ihr kennt mich sowieso alle aus dem Burgenland, ihr wisst, wie ich bin. Ich werde auf unfaire Angriffe verzichten und frage mich natürlich, warum die anderen Parteien so nervös sind. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir jetzt im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der FPÖ hinter uns gebracht haben. In der Steiermark waren wir gleich auf mit SPÖ und ÖVP und werden bei der nächsten Wahl dort, das hoffe ich, den Landeshauptmann stellen. In Oberösterreich haben wir auch ein Rekordergebnis erreicht. Einen Landeshauptmann Stellvertreter, 2 weitere Regierungsmitglieder und sind jetzt dort in den Umfragen gleich auf mit der ÖVP. Wer hätte sich das noch vor einigen Jahren gedacht? Wien, Heinz-Christian Strache, über 1/3 der Mandatare erreicht. Über 1/3 der Mandatare. Wien wird fallen bei der nächsten Wahl. Bei der nächsten Wahl haben wir dort die Chance, als Nummer 1 durchs Ziel zu gehen. In dieser roten Hochburg, wo sie alles versuchen, das irgendwie zu verteidigen. Und im Burgenland haben wir das Land ordentlich durchgerüttelt und auch die Sozialisten in Wien, indem wir nach dem Rekordergebnis, das ihr geschafft habt, gemeinsam mit dem Hans Schürz,
in eine Koalition mit der SPÖ eingetreten sind und dann die Roten in Wien nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Das war eine wirklich strategische Meisterleistung, zu der ich der SPÖ Burgenland herzlich gratuliere. Übrigens freue ich mich ganz besonders, dass unser langjähriger Landesparteiobmann Stefan Salzl heute bei uns ist. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Er hat mir mal anvertraut, dass wenn jemand, er ist ja Tierarzt, dass er gefragt worden, was macht man, wenn jemand mit einem kranken Goldfisch kommt? Sagt er, man hat ihm einen Reserve-Goldfisch da, den lässt man über Nacht hier und sagt, man wird ihn behandeln und dann am nächsten Tag kommt dann der Reserve-Goldfisch. Tut mir leid, dass ich dein Geheimnis verraten habe. Ja, und in allen Umfragen sind wir stärkste Partei bundesweit und auch bei der Bundespräsidentenwahl wird alles möglich sein. Ich kann mich erinnern, als ich angetreten bin, nach langen Diskussionen, die wir geführt haben, lieber Heinz-Christian, hat es geheißen, Herr Hof hat überhaupt keine Chance. Der ist völlig unbekannt, den kennt niemand. Und die erste Umfrage war gleich ganz hinten, ich glaube mit 8%, ja, war die erste Umfrage. Aber eine Woche später war ich schon am zweiten Platz. So schnell ist das gegangen. Und jetzt schreibt niemand mehr, der Hofer hat keine Chance. Sie schreiben alle, der Hofer wird es in die Stichwahl schaffen. Und von der Stichwahl weg, liebe Freunde, gewinne ich diese Wahl. Gewinne ich diese Wahl. Und mit diesem Wahlsieg bei der Bundespräsidentenwahl wird auch der rasende Stillstand in Österreich ein Ende haben. Denn ihr seht ja, mit steigenden Umfragewerten für die FPÖ ändert sich plötzlich auch die Regierungspolitik. Sie werden nervös. Sie versuchen irgendwie auch eine schärfere Gangart zu fahren. Sie versuchen es. Es gelingt nur nicht. Bis jetzt waren es nur Ankündigungen. Aber langsam wachen sie auf. Und nachdem ich angekündigt habe als Präsident, eine schwache Regierung zu entlassen, bin ich schon sehr gespannt darauf, ob die Regierung gleich zurücktreten wird. Weil sie müssen mir den Rücktritt anbieten. Muss ich überlegen, was er dann sagt. Oder ob sie versuchen, sich zu bessern. Ich weiß es nicht. Aber beides ist für Österreich besser als das, was wir jetzt haben. Und damit beenden wir diesen Stillstand, denn ihr dürft nicht vergessen, was jetzt auf uns hereinbricht. Wenn man das hochrechnet, was uns in den letzten Jahren in Österreich an Zuwanderung und Einwanderung passiert ist, man muss sagen passiert, weil es unkontrolliert war, dann werden wir im Jahr 2050 in Österreich bei den 0- bis 12-Jährigen mehr als 50% Menschen mit muslimischem Glauben haben. Nicht in Wien, in Österreich. Ihr könnt euch vorstellen, was das für die Zukunft unseres Landes bedeuten wird und was das für unsere Kinder bedeutet, wenn sie plötzlich eine Minderheit sind mit mehr als 50% Muslimen in Österreich. Und ich verurteile nicht den einzelnen Menschen muslimischen Glaubens, aber ich will nicht, dass wir in Österreich ein Land werden, wo die Mehrheit muslimisch ist. Ich will das nicht. Und dann wird uns immer erzählt, dass genau diese Menschen unsere Pensionsprobleme lösen werden. Ja, die wandern doch nicht ein als Leistungsträger. Das AMS hat uns erzählt, diese Menschen sind besser qualifiziert als die Österreicher, hat der AMS-Chef Kopf im Fernsehen gesagt. Wir waren dann wirklich verwundert. Und haben wir nachgefragt, wie das AMS das festgestellt hat. Und sie haben gesagt, wir haben die Menschen gefragt. Sie haben also gefragt und dann wurde aus dem Fußpfleger ein Fußorthopäde und aus dem Raumpfleger ein Architekt. Also irrwitzig. Und ihr wisst ja, dass diese Menschen nicht besser qualifiziert sind als wir Österreicher. Und es stimmt auch nicht, dass das, was Kurz gesagt hat, diese Menschen unbedingt intelligenter sind als wir Österreicher. Das ist einfach eine Beleidigung der Menschen, die hier im Land leben. Das ist nicht wahr. Und deswegen werden diese Zuwanderer nicht unser Pensionssystem retten, weil sie nicht vornehmlich ins System einzahlen werden, sondern aus dem System nehmen werden. Es kommt die Familienzusammenführung. Es sind schon im letzten Jahr 100.000 gekommen. Das heißt, das System wird noch weiter belastet werden. Und dann sagte Herr Schelling vor kurzem, er hat eine völlig neue Idee fürs Pensionssystem, die will er umsetzen.
Wir haben dann nachrechnen lassen, das hätte sein Modell für die Senioren in Österreich einen Pensionsverlust von einem Viertel bedeutet. Von einem Viertel. Und die meisten kommen so schon nicht mehr aus, jene, die im ASVG-Pensionssystem sind. Und da wird ihm erzählt, ja, aber wir haben kein Geld und die Pensionisten, die kosten uns so viel. Dann muss der Staat aus den Steuergeldern dazu bezahlen. Weil die Beiträge der Pensionisten reichen nicht alleine aus. Und was vergessen die Herrschaften dabei? Dass genau diese Pensionisten ein Leben lang Steuern bezahlt haben. In dieses System auch mit Steuern einbezahlt haben. Und bei den Asylwerbern ist es egal, wenn aus diesem Topf dann Geld genommen wird für die Mindestsicherung. Aber bei den eigenen Pensionisten nicht. Und wir haben genug Möglichkeiten, die Pensionen zu sichern. Ich sage euch ein Beispiel. Österreich gibt 18 Milliarden Euro für Subventionen aus. 18 Milliarden. Das ist doppelt so viel wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. Plus 7 Milliarden Euro von da geht meine Schwägerin spazieren. Plus 7 Milliarden Euro von den Ländern und den Gemeinden. Kommen noch dazu. Das macht so viel aus wie das gesamte Mehrwertsteueraufkommen. Und es ist mehr als das gesamte Lohnsteueraufkommen. Also jeder Österreicher könnte, wenn es diese Subventionsbrasserei nicht gäbe, auf seine Lohnsteuerzahlung verzichten. So viel Geld ist das. Und warum will die Politik das nicht ändern? Weil man mit Subventionen Abhängigkeiten schaffen kann. Da musst du zum Politiker mal schreiben und sagen, bitte, ich brauche für dieses und jenes eine finanzielle Unterstützung. Und genau das wollen die jetzt handelnden Politiker. Ich will das nicht. Ich will, dass wir hier sparen, damit unsere Jugend unterstützt werden kann und damit auch unsere Senioren unterstützt werden können. Und dann sagen sie uns immer, Österreich ist ganz toll und der Schweiz geht es gar nicht gut. Weil wir immer sagen, die Schweiz wäre für uns ein gutes Vorbild. Der Schweiz geht es nicht gut. Ja, Tatsache ist, wir zahlen 44% Steuern und Abgaben. Die Schweizer zahlen 29,8% Steuern und Abgaben, also um 20 Milliarden Euro weniger als wir in Österreich. Und die Schweiz ist nicht schlecht verwaltet. Ist nicht schlecht verwaltet. Wir haben das im Parlament auch vorgebracht und haben ihn natürlich erklärt, den Menschen von Rot und Schwarz, dass wir das vielleicht in Österreich auch anders angehen müssen. Dann kam eine rote Gewerkschafterin und hat gesagt, es ist alles nicht wahr, denn in der Schweiz ist die Gesundheitsversorgung ganz schlecht. Vor allem die zahnmedizinische Versorgung. Da geht es den Menschen nicht gut. Daraufhin ist der Herbert Kickl zum Rednerpult gegangen und sagt, ja, er hat nicht viel Zeit, er muss gleich weg vom Parlament, er muss zum Bahnhof. Tausende Schweizer sind mit den Zügen nach Österreich gekommen, flüchten, alle zahnlos, und wollen unbedingt nach Österreich einwandern. Also solche Märchen werden uns erzählt. Übrigens, die Altersrente in der Schweiz aus der staatlichen Säule beträgt 1.754 Euro. Davon können die meisten Österreicher nur träumen. Und daher müssten wir endlich diesen Staat anders gestalten, eine echte Verwaltungsreform umsetzen. Wir geben bei der normalen Verwaltung um 3,5 Milliarden Euro mehr als Deutschland, heruntergebrochen auf die Größe Österreichs. Und da können die Beamten nichts dafür. Die Schuld ist die Politik, die immer wieder neue und unsinnige Gesetze verabschiedet. Jetzt ist die Idee, zu bestrafen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Ja, wie soll denn das exekutiert werden? Wie soll denn der Staat feststellen, ob jemand es illegal Lebensmittel wegwirft? Es wird behauptet, ja, die Leute sind da so, ja, die machen das einfach so. Ich kenne viele Menschen, die müssen auch sparen beim Kauf von Lebensmitteln. Die haben nicht die Möglichkeit, irgendetwas wegzuwerfen, was sie nicht brauchen. Also man muss bei den Gesetzen wirklich aufpassen. Und so wird der Staat immer komplizierter, immer aufwendiger. Oder bei den Spitälern. Wir haben doppelt so viele Akutbetten wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. Und zwar deswegen, weil bei uns die Standortauswahl von Spitälern nicht ordentlich organisiert ist. Wir haben oft in wenigen Kilometern Entfernung zwei Spitäler, die genau das gleiche Angebot haben. Geburtenstation Oberwart. Wurde toll ausgebaut. Tolle Geburtenstation. Daraufhin sind viele Steirer ins Burgenland gekommen, nach Oberwart, zur schönen Geburtenstation. Das wollten die Steirer aber nicht, dass dann die Steirer Burgenländer werden. Daraufhin haben die Steirer in Hartberg auch eine tolle Geburtenstation aufgemacht, damit die Steirer in der Steiermark geboren sind. Nur dieser ganze Spaß, dass wir doppelt so viele Akutbetten haben und bei uns Pflegepatienten,
die ein Pflegebett benötigen würden, im Akutbett liegen, das kostet uns viel Geld. Nämlich, der Rechnungshof hat es ausgerechnet, 4,7 Milliarden Euro jedes Jahr. 4,7 Milliarden Euro jedes Jahr. Allein, wenn wir das angehen und besser organisieren, haben wir keine Probleme im Pensionssystem, haben wir keine Probleme bei der Wirtschaftsförderung, haben wir keine Probleme, mehr in unsere Jugend zu investieren. Aber man tut es einfach nicht, weil diese Regierung völlig handlungsunfähig ist. Und wer will, kann das Handlungs wegstreichen. Völlig handlungsunfähig ist. Und deswegen brauchen wir dringend einen Neuanfang in Österreich. Einen Aufbruch. Dass es Menschen gibt, die sich wirklich auch Mut haben, auch die Wahrheit zu sagen. Denn permanent, ich muss es auch sagen, wird die Bevölkerung auf das Übelste belogen. Auch Juncker hat ja gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen, hat er gemeint. So läuft das auf der europäischen Ebene. Und was mir besonders wehtut, ist, dass es beim Pflegegeld so massive Einschnitte gibt, weil wir Österreich so schlecht verwalten. Wir haben bereits einen Inflationsverlust von 30% beim Pflegegeld. Wir haben 400.000 behinderte und pflegebedürftige Menschen in Österreich. Bei der ersten Pflegegeldstufe verlieren diese Menschen 1.300 Euro im Jahr und es geht rauf bis zur 7er Stufe. Das sind jene Menschen, die sich wirklich nicht helfen können. Die verlieren inflationsbedingt 5.500 Euro jedes Jahr. Ja, man stelle sich vor, nicht der Herr Hunsdorfer wäre dafür verantwortlich gewesen, der ist nämlich verantwortlich dafür, sondern ein freiheitlicher Sozialminister. Hätten wir jeden Donnerstag Gegendemos gehabt. Aber diese unsoziale Maßnahme kommt von einem sozialistischen Minister, der jetzt zu den Bundespräsidentschaftswahlen antritt. Ich sage euch, es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir diese Wende in Österreich geschafft haben. Und wir müssen sie schaffen. Und wir müssen auch mutiger sein in Richtung der Europäischen Union. So wie Großbritannien. Die sagen, es gibt keine Transferleistungen, wenn du nicht vorher 3 Jahre im Land gearbeitet hast. Keine Familienbeihilfe, kein Kinderbetreuungsgeld, keine soziale Unterstützung. Zuerst musst du hier ins System einbezahlen. Bei uns kommst du nach Österreich und bekommst vom ersten Tag weg deine Unterstützung. Das ist der falsche Weg und das will ich nicht, liebe Freunde. Erlaubt mir noch ein bisschen auf meine Mitbewerber einzugehen. Ich werde versuchen, fair zu bleiben. Ja, ich werde mich wirklich versuchen. Kohl ist bereits angesprochen worden vom Heinz-Christian, seine Rede vor der muslimischen Jugend. Da hat er die gleiche Krawatte oben, die er jetzt immer oben hat. Ich glaube, er hat entweder viele gleiche Krawatten oder es ist seine Lieblingskrawatte. Und da hat er gesagt, meine liebe muslimische Jugend, ich bin ganz erfüllt von dieser tollen Stimmung und eben draußen stehen die Kinder wegen und das ist die Zukunft Österreichs. Das ist nicht die Zukunft Österreichs für mich. Das ist nicht der Islam. Die Zukunft Österreichs, das sind unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Dann hat er noch mitgeteilt, dass er für die Homo-Ehe ist. Ja, ich bin nicht dafür. Ich weiß, dass ich oft harte Dinge sage. Aber ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Ich will, dass die Ehe Männern und Frauen vorbehalten ist. Das ist meine Meinung. Und davon gehe ich nicht ab. Das ist lieb, danke. Ah, so geht es. Es soll jeder leben, wie er will. Das ist ja jedem unbenommen. Ja? Wenn sich jetzt jemand, ein Mann in einen Mann verliebt, dann soll er mit dem Mann zusammengehen oder eine Frau in eine Frau. Das ist ja alles in Ordnung. Aber man kann nicht Gleiches mit Ungleichem vergleichen. Solange es nicht möglich ist, dass zwei Männer ein Kind zeugen oder zwei Frauen ein Kind zeugen, solange bin ich dafür, dass die Ehe Mann und Frau vorbehalten ist. Und dem Herrn Kohl passiert auch hier und da etwas. Also in der Euphorie des Wahlkampfes sagt er oft etwas, was ganz spannend ist, hat er nämlich gesagt vor wenigen Tagen. Er hätte einige Mitglieder der jetzigen Bundesregierung nicht angelobt. Dann ist er gefragt worden, ja wen? Na, das sagt er nicht. Sagt er nicht. Aber er will nur sagen, wichtig ist für ihn Fachwissen und Erfahrung. Und nur wenn ein Kandidat Fachwissen und Erfahrung aufbringt, dann
kann er damit rechnen, dass er von ihm angelobt wird. Ich bin dann dort gesessen bei dieser Podiumsdiskussion und habe gesagt, ja, aber Herr Kohl, was ist denn mit dem Sebastian Kurz? Der ist ja von der Schule gekommen und ist jetzt Außenminister. Der hat ja weder Fachwissen noch Erfahrung. Und er hat gemeint, aber den kenne ich seit vielen Jahren. Also, die Vorgehensweise ist mutig und eigenartig, aber es passiert ihm halt hier und da. Ja, aber Dr. Kohl wird kein Gegner bei der Stichwahl sein. Davon ist auszugehen. Und damit komme ich zu Rudolf Hunsdorfer, der möglicherweise ein Gegner der Stichwahl sein könnte. Möglicherweise. Wir haben vor einiger Zeit im Parlament diskutiert über die Frage der Familienleistungen. Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass nach Ungarn der gleiche Betrag ausbezahlt wird, den die Österreicher bekommen. Warum? Wenn jemand zwei Kinder hat als Tagespendler aus Ungarn, dann bekommt er an Familienleistungen so viel, wie ein Arbeitnehmer in Ungarn durchschnittlich verdienen kann. Das ist natürlich völlig ungerecht, auch gegenüber den Kindern in Österreich. Und daher wollten wir sagen, wir passen das der Kaufkraft im Land an. Und als wir das im Parlament vorgebracht haben, hat sich der Herr Sozialminister Hunsdorfer gemeldet und hat wörtlich Folgendes gesagt, ich habe es aufgeschrieben, in Richtung FPÖ, sagen Sie doch gleich, wir wollen Europa nicht mehr und wir wollen raus. Der Populismus überholt sich bei Ihnen selber. Das ist Ihr Problem. Das ist die Schwierigkeit, die Sie haben, Beifall bei der SPÖ. Und das sagt der Herr Faymann genau dasselbe, was wir gesagt haben. Genau dasselbe. Wir müssen die Höhe der Familienleistungen der Kaufkraft anpassen. Ja, was sagt denn der Herr Hunsdorfer jetzt? In Richtung Faymann, der uns jetzt alles nachmacht. Immer wenn wir Vorschläge einbringen, wird uns Hetze oder Populismus vorgeworfen. Nur damit dann etwas später die anderen Parteien genau diese Vorschläge übernehmen als Kopiermaschinen. Wir brauchen aber keine Kopien, wir brauchen das Original, liebe Freunde, das Original. Einige werden sich noch erinnern an das Jahr 2006. Da war der große BAWAG-Skandal. Der Herr Hunsdorf ist auch da erschienen auf der Bühne als Retter der Gewerkschaft und als Retter der BAWAG. Und da ist ihm was passiert. Er hat nämlich eine Anwesenheitsliste unterschrieben. Hat er geglaubt. Der Standard berichtet im Juni 2006 darüber, dass Hunsdorfer mit seiner Unterschrift 1,5 Milliarden Euro Schulden von der BAWAG übernommen hatte, die die Gewerkschaftsmitglieder bezahlen mussten. 1,5 Milliarden. Und dann hat er sich verteidigt und hat gesagt, wörtlich, der Verzetnitsch hat gesagt, dass das in Ordnung ist. Ich habe nur unterschrieben, dass ich dort war. Also er hat geglaubt, er hat eine Anwesenheitsliste unterschrieben und hat so locker mal 1,5 Milliarden Euro überwiesen. Ich frage mich nur, was würde er unterschreiben, wenn er Bundespräsident wäre? Kriegserklärung Liechtenstein oder was kommt da alles auf uns zu? Es wird aber natürlich kein SPÖ-Mann diese Wahl gewinnen. Die Frau Gries, die schon einige kennengelernt haben, eine unabhängige Kandidatin, sagt sie, die aber von der ÖVP in ihre Position gekommen ist, das muss man auch sagen, hat in den letzten Tagen auch einige interessante Aussagen getätigt. Bei mir in der Diskussion sagt sie, sie ist kein Freund der Neutralität. Sie ist kein Freund der Neutralität. Ich sage, wir sollten nicht der NATO beitreten. Wir brauchen diese Neutralität in Österreich. Sie ist ein Teil unserer Seele. Oder sie hat gesagt, sie ist gegen den Wehrdienst. Sie hat wörtlich gemeint bei dieser Diskussion, die Menschen haben falsch abgestimmt. Und sie möchte das korrigieren. Wie wir gesagt, also, nicht der Richter ist die Nummer 1 in Österreich. Auch nicht der Bundespräsident. Die Nummer 1 in Österreich ist der Wähler und das Volk. Und das hat so entschieden. Und mir hat mein Militärdienst nicht geschadet. Überhaupt nicht. Und anderen jungen Leuten wird der Wehrdienst auch nicht schaden. Und ich bin auch an der Grenze gestanden. Mit meinem Sturmgewehr. Und es kommt die Diskussion immer, mein Gott, sollen die Soldaten, sollen die bewaffnet sein an der Grenze? Und da sollen die Blumensträuße in der Hand tragen. Die Waffe dient doch der Selbstverteidigung. Die Waffe dient nicht dazu, Menschen zu erschießen, wenn sie über die Grenze kommen, sondern dass ich mich als Soldat selbst verteidigen kann. Steht in den Dienstvorschriften. Wir haben ja einige Soldaten, auch einige Offiziere hier unter uns,
die das ganz genau wissen. Aber so eine eigenartige Diskussion, sollen die Soldaten Waffen tragen? Ja, die Frau Kriese ist übrigens auch für die Home-Ehe. So wie alle anderen Kandidaten. Alle. Ich bin der Einzige, der das nicht will. Sie ist auch dafür, dass homosexuelle Pärchen Kinder adoptieren dürfen. Das will ich auch nicht. Denn es geht hier nicht darum, dass Kinder etwas sind, worauf man ein Recht hat, sondern Kinder haben ein Recht auf Vater und Mutter. Weil ich glaube, es ist für die Entwicklung eines Kindes nicht gut. Und ihr wisst, wie gerne Kinder gehänselt werden, wenn die in der Schule sitzen und du hast ja schon oft gesagt, wenn man fragt, wie heißt der Papa Franzi und wie heißt die Mama Kali. Das kommt nicht so gut an. Ja, sie hat übrigens auch ein im Personenkomitee, im Unterstützungskomitee eine interessante Persönlichkeit, nämlich Hermes Fettberg. Hermes Fettberg ist es im Unterstützungskomitee für Frau Kriss. Er hat zuletzt Grün gewählt, will jetzt die Frau Kriss unterstützen, die auch sagt, sie will eine EU-kritische Partei in der Regierung verhindern. Wen hat sie wohl damit gemeint? Also auch sie sagt, sie will die FPÖ in der Regierung verhindern. Aber das macht nichts, denn sie wird eh nicht Bundespräsidentin. Das werde ich werden. Ja, dann gibt es doch den Herrn van der Bellen. Der war immer für TTIP, für dieses Freihandelsabkommen und sagt, jetzt muss ich das erst genau durchlesen und ist es doch nicht mehr so ganz dafür. Aber er hat etwas gesagt, was bemerkenswert ist, er hat gesagt, wenn ich Gott wäre, hat er gesagt, dann würde ich Europa zu einem Staat machen und die Mitgliedsländer entmachten. Erstens ist er nicht Gott, Gott sei Dank. Und zweitens, wovon will er dann Bundespräsident werden? Es gibt dann kein Österreich mehr, wenn Europa ein Staat ist. Österreich ist dann ein Bundesland, eine Provinz. Und er hat gesagt, wenn die FPÖ die absolute Mehrheit erringt, also mehr als 50% der Stimmen, dann wird er sofort das Parlament auflösen und neu wählen lassen. Ungeheuerlich! Ungeheuerlich! Und wir brauchen keinen grünen Austrofaschismus, keinen grünen Diktator. Deswegen müssen wir Van der Bellen verhindern. Ich werde jedenfalls den Obmann der stärksten Partei mit Regierungsverhandlungen betrauen. Ich habe eine leichte Ahnung, wer das sein könnte. Mit absoluter Mehrheit. Man wird sehen. Es ist alles möglich. Ja, und es sind auch die Grünen, die so sehr sich auch einsetzen für diesen tollen Deal gemeinsam mit der Regierung, mit der Türkei. Für diesen ganz, ganz tollen Deal, der uns, das muss ich auch sagen, mehr Probleme machen wird, als man sich jemals vorstellen kann. Denn die Türkei ist kein Partner, kann kein Partner sein. Die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan träumt vom Harem. Auf Frauen, die demonstrieren, wird mit Gummi geschossen. Eine Zeitung, die nicht so schreibt wie der Herr Erdogan, wird gestürmt. Und auch immer mehr Türken sehen das so. Ich habe vor einigen Tagen das Vergnügen gehabt, mit der Tageszeitung Heute eine BIM-Fahrt unternehmen zu dürfen. Sie wollten, dass der Kandidat eben eine Fahrt unternimmt und sie wollten ihn dann dort filmen. Ist immer etwas kritisch, weil man nie weiß, wer steigt dazu? Was passiert da? Ich bin eingestiegen, Kameras mit dabei, die Journalisten mit hinein. Setze ich mich zu einem Mann, das war mein guter Termin, der hat früher für die FÖS gearbeitet. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Und auf einmal steigt eine große Gruppe von Türken ein. Und ich dachte so, jetzt ist das Interview gelaufen. Kommen her zu mir und sagen, sie wollen ein Foto. Ich habe mir gedacht, jetzt ist das Interview gelaufen, jetzt ist sie wollen ein Foto und hingestellt und bravo und hin und her. Jetzt war das eine türkische Reisegruppe und absolute Erdogan-Gegner. Absolute Erdogan-Gegner, die sich unbedingt
die sich unbedingt mit mir fotografieren lassen wollten, weil der Sohn ist aus der Schweiz gekommen, wusste, was die FPÖ für eine Linie vertritt. Und das waren riesige Fans. Und das Tolle war, wir konnten uns während der ganzen Fahrt in englischer Sprache unterhalten und es hat der Zeitung irrsinnig gefallen. Also das war dann doch ein guter Termin. Aber du weißt eben nie, was passiert. Im Wahlkampf kommt ein Radiosender zu mir und sagt, ich soll jetzt etwas singen. Mein Pressesprecher hat immer so gedeutet, tu es nicht. Musst du singen. Oder sie kommen mit Fragen, was darf man in Australien nicht tun? So, ich habe keine Ahnung. Na, man darf den Daumen nicht hochzeigen, das ist eine Beleidigung. In welchem Land müssen Sie nach dem Essen, wie soll ich das nennen, Gase ablassen? Ich sage, ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, in China. Ja, China stimmt, aber auch in Russland, haben Sie gesagt. Ich probiere das lieber nicht beim Staatsbesuch in Russland. Das kommt sicherlich nicht gut an. Aber solche Dinge kommen im Wahlkampf daher und man muss mit allem rechnen. Es ist wirklich spannend, es ist wirklich spannend und man muss halt irrsinnig aufpassen, hier in kein Fettnäpfchen zu treten. Also, liebe Freunde, es gäbe noch so viel zu sagen, aber ich habe noch einen Landesparteitag auch, der heute über die Bühne gehen soll. Ich, meine lieben Freunde, wünsche euch für einen Parteitag alles Gute. Die FPÖ Burgenland hat sich so toll entwickelt. Aus einer Krise heraus sind wir gewachsen wie der Phönix aus der Asche. Es waren ganz, ganz schwierige Zeiten. Jetzt ist auch diese FPÖ Burgenland eine starke Partei. Ihr habt Gemeinderatswahlen bald. Bitte bereitet euch dafür ganz, ganz, ganz gut vor. Ich weiß nicht, in welcher Funktion ich eure Gemeinde in Zukunft besuchen werde. Aber ich werde euch bestimmt besuchen, egal in welcher Funktion. Und ich möchte euch versprechen, dass ich ein aktiver Bundespräsident sein werde. Aktiv, aber unaufgeregt. Mutig und stark, aber auch mit Verantwortungsbewusstsein. Liebe Freunde, alles ist möglich. Ich freue mich darauf, mit eurer Unterstützung und mit euch gemeinsam diese Wahl zu gewinnen. Glück auf, liebe Freunde! Warte, noch ein bisschen drauf. So. So.